Hallo, hallo, lülülülü. Heute ist der 12. Oktober. Der 12. Oktober ist der internationale Zombie-Tag in Deutschland. Der Zombie-Tag ist heute, das Wichtige am Zombie-Tag ist, ihr müsst alle auf seine Pimmel gehen und schreiben Happy Birthday. Ich schreibe heute am Zombie-Tag auch Happy Birthday zu Zombie und Happy Birthday sage ich sogar im Video zum Zombie-Tag. Und heute ist der Zombie-Tag. Deswegen müsst ihr alle auf seine Pimmel und im Twitter schreiben Happy Birthday mit dem Hashtag Mr. Moore. Und das ist alles, was ihr heute am Zombie-Tag tun müsst. Ihr müsst auch alle irgendwas Tolles machen. Ich habe zum Beispiel am Zombie-Tag 10 Kilo zugenommen. Nein, okay. Das habe ich leider nicht. Ich habe aber eine Gabel und chinesische Nudeln. Die esse ich heute. Das ist am Zombie-Tag ein Must-Have, ne? Ist sehr wichtig. Erstmal Happy Birthday und jetzt müssen wir alle singen. Und jetzt 3, 2, 1. Zombie ist jetzt erhalt, Zombie ist jetzt erhalt, er wiegt ja gar nichts. Ich wollte sagen, er ist übergewichtig, aber das ist er ja gar nicht. Der Zombie ist jetzt erhalt, er ist super alt. Okay, nein, ist er ja gar nicht. Aber, alles Gute, ich würde dir was schenken, was ich wahrscheinlich auch machen werde. Mal gucken. Vielleicht schicke ich ihm auch aus Versehen eine Briefbombe oder so, je nachdem. Hauptsache ihr habt Spaß. Ich möchte unbedingt meine Nudeln essen. Bitte auch alle Hater grüßen Zombie, ist wichtig. Hallo Zombie. Auch ich wollte dir alles Gute wünschen an diesem Scheißtag. Hahaha, du Opfer, ich bin dein größter Fan. Wer ist eigentlich dieser Zombie und wieso hat er immer diesen Typen mit der Maske in seinen Videos? Ich werde jetzt eine... Das ist voll von Kurt Müller geklaut, ich weiß. Ich werde jetzt voll eine kunstwissenschaftliche Analyse zu Zombies Avatar machen, das ist sehr wichtig, damit ihr auch mehr über ihn wisst. Ist natürlich sehr interessant. Möchte sonst noch jemand irgendwen Zombie grüßen, dann schreibt es in die Kommentare. Auch Hackbit möchte gerne Zombie... Happy Birthday sagen, Hagrid ist ja... Hagrid, kennt ihr Hagrid LP? Hallo, ich bin Hagrid LP und heute hat Zombie Geburtstag. Heute ist ja Zombie-Tag und Hagrid sagt Happy Birthday zu Zombie. Ne? So, bis demnächst. Nein, bis gleich. Ich muss erstmal jetzt... Oh nein, oh mein Gott. Willkommen zur kunstwissenschaftlichen Analyse von Zombies Avatar. Der Künstler... wollte in diesem Bild sich selber darstellen. Was soll dieses Bild uns vermitteln? Der Künstler hat einen Mann mit einer Justin Bieber Frisur gezeichnet, der einen Zylinder auf dem Kopf hat. Es wirkt ganz normal und friedlich, doch der Hintergrund verrät uns, irgendwas stimmt nicht. Der Zylinder symbolisiert das schwarze Loch, in dem sich dieser Let's Player festhält, da immer wieder seine Videos gehatet werden. Der Zylinder, dort werden nicht nur kleine Kaninchen und Tiere in ein dunkles, ewiges Loch gesperrt. Nein, er trägt diesen Zylinder auf den Kopf. Dies zeigt, dass er ewig in diesem schwarzen Loch gefangen sein wird. Allerdings symbolisiert das Monokel in diesem Bild, dass der Künstler einen ziemlich hohen Adelsstand hat und somit wissen wir, warum er auch in diesem schwarzen Loch steckt. Er ist unglücklich, er hat Geld. Das Problem ist, er weiß nicht, wohin damit. Und er symbolisiert ebenfalls mit diesem Anzug, dass er ein geschäftlicher, großer Mann ist, der allerdings ziemlich viel um die Ohren hat und deshalb wenig Zeit hat. Die rote Krawatte symbolisiert in diesem Fall das Blut jener, der Zombie im Weg standen, um ihn davon abzuhalten, großen Triumph zu erringen. Das möchte der Künstler mit diesem Avatar uns gerne beibringen. Und jetzt wisst ihr auch alle Bescheid. Happy Birthday to Zombie, Happy Birthday to Zombie, Happy Birthday to Zombie, Happy Birthday to you.